der Verleihung der Liebig-Denkmünze. Ich bin bis vorgestern noch in Gießen gewesen, was natürlich sehr passt, weil das natürlich der Schaffensort von Justus von Liebig war, wo er viele, viele Jahre gewirkt hat. Natürlich kennt jeder im Raum Justus von Liebig als Vater der modernen Laboratorien, der organischen Chemie, Agrarchemie und Biochemie und als Ausbilder und Doktorvater von vielen bekannten Chemikern, zum Beispiel August Wilhelm von Hoffmann, der Gründer der Vorgängergesellschaft der GDCH war. Justus von Liebig haben wir viel zu verdanken. Und liebe Professor Dr. Claudia Felser, Sie treten heute in seine Fußstapfen. Die Liebig-Denkmünze wurde erstmals 1903 vergeben an Adolf von Bayer. Adolf von Bayer kennt natürlich auch jeder für seine Farbstoffsynthesen Indigo, Phenolphthalein und andere, hat den Preis 1903 bekommen, 1905 dann den Nobelpreis. Weitere Preisträger, die geehrt worden sind, sind Karl Bosch, von den jeder Naturwissenschaftler über die Haber-Bosch-Synthese kennt, die ja gerade in Zeiten der jetzigen Situation wieder ganz besondere Bedeutung bekommt. Max Planck, ich glaube, den brauche ich keinem vorzustellen hier, und Karl Ziegler. Bisher wurde nur eine einzige Frau ausgezeichnet. Das war 1931 Ida Noddack. Die hat sich wurde ausgezeichnet für die Mitentdeckung des Elementes Rhenium. Die hat den Preis allerdings mit ihrem Mann Walter Noddack und Friedrich Emmich teilen müssen. Somit, liebe Frau Felser, sind Sie die erste alleinige Preisträgerin. Das ist natürlich eine ganz besondere Sache. Frau Felser, Sie kommen vom MPI für chemische Physik fester Stoffe in Dresden und sind eine natürlich weltweit führende Wissenschaftlerin auf dem Gebiet der Festkörperchemie. Ihre Forschungsgebiete Design, Synthese und physikalische Untersuchungen neuer Quantenmaterialien, topologischen Materialien für die Energieumwandlung und Spintronik. Ich muss jetzt hier allen gestehen, dass ich im Bereich Festkörperchemie an der Uni nicht besonders stark war. Deswegen habe ich mir Verstärkung mitgebracht. Eine meiner Vorgängerinnen, die Professor Barbara Albert, jetzt Rektorin an der Uni Duisburg, war früher vor ein paar Jahren auch Präsidentin der GDCH und wir haben eine gemeinsame Vergangenheit an der Universität Bonn. Liebe Barbara, es wäre super, wenn du die Laudatio übernehmen kannst, denn du verstehst was davon. Sehr geehrte Ehrengäste, sehr geehrtes Festauditorium, aber insbesondere sehr geehrte liebe Claudia, Frau Professor Dr. Felser. Für Claudia Felser eine Laudatio zu halten, ist eine Ehre. Ich gratuliere dir, Claudia, dazu, dass du die Liebig-Denkmünze erhältst. Aber vor allem gratuliere ich uns allen, nämlich der Gesellschaft Deutscher Chemiker und Chemikerinnen, dass wir diese Preisträgerin in unserer Mitte haben. Weil Chemikerinnen gesagt haben. Eins, ist wieder an. Okay. Ich dachte, weil ich den Namen der Gesellschaft verändert hätte, wäre jetzt hier so ein Automatismus, KI, künstliche Intelligenz gekommen. Stand jetzt nicht in meinem Skript, Entschuldigung. Also schon die Liste der Personen, die dich, Claudia, vorgeschlagen haben für diese Auszeichnung, hat mich beeindruckt, als ich sie las. Und wie viel mehr beeindruckt, mich und uns alle deine persönliche wissenschaftliche Leistung. Frau Professor Dr. Claudia Felser, wir haben es schon gehört, ist Max Planck Direktorin am Institut für Chemische Physik fester Stoffe und sie ist Visionärin auf dem Gebiet der Festkörperchemie. Schon immer entdeckte sie, und zwar vor anderen, welches wichtige physikalische Phänomen in einer bestimmten chemischen Substanz wohnt. Und wie man durch die Analyse der Elektronenstruktur einer chemischen Verbindung zu einem so grundlegenden Verständnis von Materie vordringt, dass man damit
der Welt neue Erkenntnisse, aber auch neue Materialien schenkt. Es wurde ja eben auch schon gesagt, dass es auch ein Konnex ist zum Energieumwandlung zum Beispiel und so. Claudia Felser, sie dachte Supraleitung neu, sie dachte Thermoelektrik neu, sie denkt Magnetismus neu, Spinnzustände, die Topologie von Isolatoren, Katalyse neu. Und dann kommt sie zu Ergebnissen, die sie in mehr als 760 hochkarätigen Publikationen und unzähligen Vorträgen auf der ganzen Welt erklärt hat. Und zu diesen Ergebnissen kommt sie sowohl auf theoretischen als auch auf experimentellen Weg, natürlich zusammen mit ihrem hervorragenden Team. Auf höchstklassigen, ich darf hier mal diese ein bisschen seltsamen Superlativ verwenden, höchstklassigen wissenschaftlichen Konferenzen bescheinigen ihr, ich habe es gerade nochmal nachgelesen, höchstklassige Kollegen und Kolleginnen, dass sie mit ihren wissenschaftlichen Resultaten die der anderen in der Tiefe und Produktivität weit hinter sich lässt. Egal, wie schwierig die Thematik ist und auch die Fragestellung und das Beobachtete und das Berechnete, was Claudia Felser erreicht. Sie setzt dann auch unglaublich viel Energie da rein und wir werden es ja vielleicht auch gleich dann nochmal erleben, die wissenschaftlichen Ergebnisse und Erkenntnisse eben nicht nur zu erlangen, sondern sie auch zu kommunizieren, sie auch außerhalb des engsten Kreises von gleichgesinnten ExpertInnen mitzuteilen, so gut es geht, verständlich zu machen. Auch das ist eine weit überdurchschnittliche Leistung. Wobei, Claudia, wenn man ehrlich ist in deiner Ungeduld, manchmal du unterschätzt, wie wenig ein Durchschnittsmensch, wie zum Beispiel ich, versteht, wenn du in rasender Geschwindigkeit Ideen teilst. Ich erinnere da eine vielstündige Zugfahrt, nach der ich nicht mehr sicher war, ob meine Gehirnzellen sich jemals wieder ordnen und funktionieren. Aber ich erinnere auch an einen Abend zu zweit bei Käse und Wein, bei dem du ganz geduldig und ruhig dich in einer meiner wissenschaftlichen Fragestellungen eindachtest und so hilfreichen Input gabst, dass unser gemeinsamer Freund Ramshi Chatri und ich danach das Forschungsvorhaben neu ausgerichtet haben. Dein Verstand, deine Geschwindigkeit und deine Empathie sind überdurchschnittlich. Überdurchschnittlich war sie schon immer, superschnell im Denken, Verstehen, im Sprechen, auch super unerschrocken im Meistern von Herausforderungen. Sie hat es selbst beschrieben, ich glaube, es ist auch in den Nachrichten nachzulesen, Bildungsaufsteigerin aus nicht-akademischem Elternhaus, zunächst ins Studium gestartet mit, ich würde es mal nennen, zu viel überkommenem Frauenbild. Das Stichwort ist hier Lehramt und Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und auch zu viel Respekt, Stichwort eigentlich Traumberuf Wissenschaftlerin. Und dann doch alles geschafft, Chemie, Physik und Materialwissenschaft verbunden, Promotion und Kindererziehung kombiniert, Professorin und Max-Planck-Direktorin geworden, Wissenschaft und gesellschaftliches Engagement gemeinsam gedacht. Und das alles kombiniert zu einem, so sieht es für mich aus, super erfolgreichen und glücklichen Leben, ich hoffe, das stimmt, mit anscheinend vollendeter Work-Life-Balance. Wobei dieses Wort natürlich nicht passt, denn für dich, Claudia, ist Work-Life und Life-Work. Erinnern wir uns an deine Hochzeitsfeier in England. Am frühen Morgen nach dem Festakt startete ein von dir organisiertes wissenschaftliches Kolloquium. Das heißt, ich habe das Thema vergessen, aber ich weiß, wir alle deine Gäste, angereist aus der ganzen Welt, am Abend vorher opulent bewirtet, auch ein bisschen was getrunken und gegessen, sind dann morgens in Morgengrauen sozusagen mit wissenschaftlichen Vorträgen ans Podium getreten und es war auch so, dass du immer nach den Vorträgen noch Dinge gefragt hast, also man musste auch aufpassen und diskutieren. Wenn ich auch dieses Format Hochzeit und Workshop persönlich nicht gewählt hätte, dieses holistische Lebenskonzept von Work is Life verbindet uns sehr. Uns verbindet auch noch mehr natürlich die Faszination für den anorganischen Festkörper, auch das Engagement für die Chancengleichheit in der Wissenschaft, so wie mit Hilde Nimes gern auch. Unabhängig, Chancengleichheit in der Wissenschaft, unabhängig vom Geschlecht, vor allem das Bedürfnis, Verantwortung für die Gesellschaft und für die Zukunft unserer Welt, ich drücke es mal so groß aus, Zukunft unserer Welt zu übernehmen. Begonnen hast du das damals sogar auch schon, ich glaube vor etwa 20 Jahren mit dem Ada Lovelace-Projekt in Mainz, nachhaltig Verantwortung übernommen, aber natürlich auch in vielen anderen Rollen und Projekten später, so auch im Vorstand der GDCH, der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Nicht unerwähnt bleiben darf, wie sehr die Erfolge von Professor Felser schon andernorts ausgezeichnet wurden. Und das muss ich, weil es so viele sind und es ist nur eine Auswahl, vorlesen.
2001 erhielt sie den Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz. 2010 hielt sie die Nakamura-Vorlesung an der Universität California, Santa Barbara. 2012 wurde sie Fellow der American Physical Society. 2015 wurde ihr der Tsung Ming Tu-Preis verliehen. 2016 erfolgte die Wahl zum IEEE-Fellow. 2018 die Aufnahme in die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Claudia Felser erhielt außerdem 2019 den James C. McRoddy-Preis für New Materials der American Physical Society. Sie wurde 2020 Mitglied der National Academy of Engineering, 2021 internationales Mitglied der National Academy of Sciences und erhielt in den letzten Jahren außerdem zwei der sehr renommierten ESC Advanced Grants. Und jetzt in 2022 erhält sie eben neben dem Max-Born-Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, ich darf mal sagen, unsere Liebig-Denkmünze. There's more to come, I would say. Wenn mich junge Leute fragen, warum es so wenig Frauen mit Nobelpreis gibt, antworte ich immer, dass ich das nicht weiß. Aber dann sage ich auch immer, ich kenne eine, da könnte es noch klappen. Ich kenne eine, die ihn bestimmt noch bekommt. Jetzt versuche ich, meine unverhohlene Bewunderung prägnant zusammenzufassen, diese Laudatio angemessen zu beschließen. Claudia Felser denkt Chemie out of the box, das so kreativ und so rasant und so meinungs- und umsetzungsstark, dass sie erstens Faszinierendes erkennt, das treibt uns in der Wissenschaft, und zweitens andere Menschen mitreißt. Und so wird aus ihrer eigenen wissenschaftlichen Neugierde Impact. Impact in der wissenschaftlichen Community, Impact in der Zivilgesellschaft, Impact ist vielleicht ein bisschen zu kurz geworden, aber auch vor allem sehr wichtig, Impact auf die Karrieren nachfolgender Generationen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Und vieles mehr. Ich kann mir keine würdigere Preisträgerin der Liebig-Denkmünze vorstellen. Danke für deine Energie, für deinen Einsatz, für die Wissenschaft und für den Rest der Welt um die Wissenschaft herum. Herzlichen Glückwunsch. Die holen wir gleich wieder. Ja, Frau Felser, jetzt ist es Zeit, Ihnen Danke zu sagen. Ja, na klar. Und Sie müssen jetzt auch die Treppe hochkommen hier. Sie dürfen. Und nochmal einen großen Applaus für Claudia, Professor Claudia Felser. Klasse. So, jetzt machen wir das gleich wie eben. Ich habe ja jetzt schon Routine. Wir haben hier einmal oben, kann jeder sehen, diese Münze hier, die Liebig-Denkmünze. Die sieht, finde ich, wirklich toll aus. Da oben kann man sie halt bewundern in groß für alle im Saal. Ich lese jetzt hier auch mal die Urkunde vor. Die Gesellschaft Deutscher Chemiker verleiht anlässlich der 132. Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte am 9. September 2022 in Leipzig Frau Prof. Dr. Claudia Felser, Direktorin am Max-Planck-Institut für chemische Physik Fester Körper in Dresden, die Liebig-Denkmünze. Für die theoretischen Vorhersagen und experimentelle Bestätigung von anorganischen Festkörpern, die besonders physikalische Phänomene zeigen, Supraleiter, Thermoelektriker, topologische Isolatoren und neue Quantenmaterialien. Die Gesellschaft Deutscher Chemiker und Chemikerinnen natürlich, der Präsident. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt müssen wir auch ein Foto machen. Ja. So, ich halte das mal hier so fest. Wir müssen ein bisschen nach vorne kommen. Dankeschön. So, und ich glaube, wir starten gleich auf den Versuch, mir als Organiker ein bisschen was über Topologie zu erklären. Das ist total nett. Wir legen das vielleicht mal da ab und dann